Welt, alle blasse. Nimm dir einen Button. Ich sagte, nimm dir einen Button. Ouch. Buttercup! Wähle Blossom oder mach dich auf eine Abreibung gefasst. Buttercup, hör auf! Nicht die Wähler einschüchtern, hab ich gesagt. Ja? Tatsächlich? Ja, hast du nicht zugehört, was ich gesagt habe? Ich hab zugehört, Blossom. Ach ja? Und was hab ich gesagt? Ich hab dich lieb. Blossom, Barry Meckelbocker, Schulpresse von Townsville. Sag uns, wieso bist du die beste Kandidatin für die Präsidentschaft? Wie gut, dass du fragst. Bei dieser großartigen Institution der Schülerregierung geht es darum, die Stimme des Volkes zu sein, zu verstehen, was diese Schule braucht und die schwersten Entscheidungen zu treffen, die uns in eine hoffnungsvollere Zukunft führen. Und deshalb fördere ich die Winkelmesser-Initiative. Die Fledermäuse sind da! Und ich möchte die Fledermäuse aus der Cafeteria vertreiben. Tolle Idee! Aber wie dem auch sei, das Wichtigste ist jetzt erst einmal eine faire und zivile Wahl. Da stimme ich dir ganz zu. Ah, mein hochgeschätzter Gegner, Matt Manser. Ich freue mich schon auf einen guten und sauberen Wahlkampf gegen dich. Danke, Matt. Möge der beste Kandidat gewinnen. Politik! Blossom, ich habe alle Kinder beim Völkerball befragt. Du bist in Führung. Und Terry hat Läuse. Ist beides gut zu wissen? Hört mal, Kinder. Wir haben hier ein Wahlkampfvideo von einer ganz neuen Kandidatin für das Amt des Schülerpräsidenten. Eine neue Kandidatin? Blossom, eine Vorzeigebürgerin. Zumindest möchte sie euch das glauben machen. Was? Sie behauptet, die Schüler lägen ihr am Herzen. Aber was hat sie wirklich im Sinn? Die Schüler sind hier echt öde. Das habe ich nie gesagt. Wollt ihr so jemanden als Schülerpräsidentin haben? Ein Mädchen mit dem Spitznamen Königin? Das ist total abgefahren. Wer hat dieses Netz aus Lügen gesponnen? Ich bin Prinzessin Morbax und ich bestätige diese Botschaft. Das ist Verleumdung! Entspann dich, Mann. Niemand, der auch nur ein bisschen Grips hat, glaubt, was Morbax sagt. Nieder mit Blossom! Bubbles! Entschuldige. Seid gegrüßt, ihr einfachen Bürger. Ich freue mich schon darauf, wenn ihr mich alle wählt. Morbax, dieser Werbefilm war total... Hier ein Cupcake. Lasst es euch schmecken, Leute. Die sind mit wertvollen Rubinen gefüllt. Das ist Bestechung. Auf Wiedersehen, ihr armen Schlucker. Viel Spaß beim Mitwählen. Warum macht Morbax nicht einfach einen guten, sauberen Wahlkampf? Das ist Politik, Bloss. Man kann nur gewinnen, wenn man bereit ist, ein bisschen Schlamm zu werfen. Ha! Warte, ist das richtiger Schlamm? Wieso hast du sowas? Man muss immer mit allem rechnen, Bloss. Nein! Ich führe einen ordentlichen Wahlkampf. Ich sinke nie so tief wie Morbax. Ich bin die Stimme der Winkelmesser. Aber Blossom, du kennst doch die goldene Regel. Wenn jemand gemein zu dir ist, hast du das Recht, dich doppelt so gemein zu wehren. Bubbles, so lautet die goldene Regel nicht. Echt nicht. Hör zu. Ich weiß, Morbax ist manchmal ein wenig grob. Aber ich bin mir sicher, wenn ich mit ihr rede, wird sie merken, wie lustig Wahlkämpfe sind, wenn man fair bleibt. Kennst du mich wirklich so schlecht? Ich werde deinen Namen so richtig durch den Dreck ziehen. Na gut, versuch's doch, Morbax. Ist mir egal. Ich werde einen fairen Wahlkampf führen und ich gewinne. Sie ist mir egal. Die ganze Schule. Ich werde eure Großeltern verprügeln, wenn ich gewinne. Nein, nicht meine Oma. Jetzt reicht's. Buttercup, Zeit für eine kleine Schlammschlacht. Oh ja. Yeah. Wählt mich! Hallo, ich bin Prinzessin Morbax und ich will nur sagen, lernt eure neueste Schulbewohnerin kennen. Hey, ich bin eine Fledermaus. Können meine 1000 kleinen Freunde hier vielleicht mietfrei wohnen? Na klar, ja, das können sie. Komm her, du. Bubbles, hör auf. Wie können sie es wagen? Ich würde doch niemals jemanden mietfrei wohnen lassen. Ich weiß